mich jetzt komplett irre? Ich glaube, ich bin langsam, verliere ich meinen gesunden Menschenverstand. Irgendwie war ich, glaube ich, abgelenkt. So, ein Keller, Schmiede, das haben wir alles, okay. Das heißt, ein Keller. Dafür brauchen wir aber jetzt noch ziemlich viel abgefülltes Ektoplasma. Na, dann würde ich mal gucken, ob wir das doch nochmal wiederholen können. Vielleicht jetzt gleich, wenn wir schon dabei sind. Können wir das Ganze ja nochmal spielen. Gucken wir mal. So, hallo? Okay, anscheinend in der Nacht funktioniert das nicht. Skippen wir mal die Nacht. So, reden wir mal kurz mit Stanley am nächsten Tag. Mir ist langweilig. Mir ist langweilig und ich bin wütend. Nie können wir was spielen. Auf diesem Schiff geht es immer so streng zu. Warum amüsieren wir uns nicht mal? Wie wäre es, wenn du einfach irgendwas in diese Maschine stecken könntest? In die Gießerei zum Beispiel? Genau. Das wäre unglaublich. Lass uns irgendwelchen Müll reinwerfen. Vielleicht einen alten Schuh. Eklig, aber lustig. Okay. Naja, gucken wir. Aber wir müssen auch noch mit Arthur reden, weil wir haben endlich seine Bilderrahmen aufgehängt. Das sieht alles so fantastisch aus. Du hast alles erledigt. So schön sah mein Haus noch nie aus. Die anderen Passagiere sind sicher schon neidisch. Aber wir sollten es ihnen nicht unter die Nase reiben. Oh, Arthur. Ach ja, was, in die Gießerei? Ist es die Schmiede oder die Gießerei? Das ist doch die Gießerei, oder? Ne, ist die Schmiede. Also die Gießerei ist das hier, oder? Da will er ein Schuhring, ein Fisch. Eine Makrele? Warum können wir hier eine Makrele reingeben? What? Ich dachte, einen Schuh. Ja, ich bin verwirrt, Leute. Ich bin maßlos verwirrt. Leicht confused bin ich auf jeden Fall. Was werde ich jetzt mit diesem Fisch hier machen? What? Alter, was passiert in diesem Spiel? Was soll denn jetzt daraus bitte passieren? Oh, Arthur will nochmal mit uns reden. Machen wir sofort, machen wir sofort. Bisschen noch. Da. Na? Was ist mit dem Fisch? What the fuck ist jetzt? Komm. Gescheitertes Experiment. Okay. Ich finde, wir sollten ein großes Abendessen für alle an Bord veranstalten. Das ist kein Scherz. Nun ja, nicht für alle. Nur für ein paar, vielleicht. Ich glaube, das würde die Stimmung heben. Sagen wir drei deiner Lieblingsgäste. Du solltest sie einladen und sie fragen, was sie gerne essen würden. Was hältst du davon? Okay. Gucken wir mal kurz in die Kitchen. Gebratener Reis, sehr nice. So, ich würde noch gerne in mein Questlog gucken. Bugs Schlupfwinkel, Stanley. Ja, okay, schmilzt seinen alten Schuh. Wir haben keinen alten Schuh. Das ist physikalisch nicht möglich. Und wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von diesem Ektoplasma-Zeug. Okay. Oh, ich habe so Hunger, Leute. Okay, gucken wir mal, ob wir noch mehr Ektoplasma von Stanley bekommen können. Okay. Und dann laden wir ein paar Leute ein. Das geht gar nicht, hallo? Gott, wir brauchen aber noch mehr. Na gut. Dann geben wir ihm mal kurz was zu essen. Ein bisschen Popcorn, das geht schon. Und müssen wir Arthur auch einladen? Du hast schon einen ersten Offizier gewählt. Falls nicht, melde ich mich freiwillig. Ich verfüge natürlich über ausgezeichnete Referenzen. Das liegt in der Familie. Um ehrlich zu sein, möchtest du nur nicht von dem Kater herumkommandiert werden. Stella? Was? Ich habe gerade, glaube ich, nicht aufgepasst. Stella, du rennst die ganze Zeit hin und her. Du erledigst diese ganzen Besorgungen für alle. Die Bedürfnisse der anderen sind dir wichtiger als deine eigenen. Wenn ich dir so zusehe, sehe ich etwas von mir selbst in dir. Wusstest du das? Aber ich möchte dir ein kleines Geheimnis verraten. Es mag dir sicher gefallen, herumzulaufen und all diese Leute aufzuhelfen. Aber du musst dir auch etwas Zeit für dich selbst gönnen. Tu etwas nur für dich allein. Das habe ich nie geschafft. Deshalb bin ich wohl hier. In dieser Welt, auf diesem Schiff. Deshalb müssen Viv und meine Töchter jetzt ohne mich auskommen. Nun ja, immerhin haben wir uns beide Keimlinge. Okay.
Dann würde ich Stanley einladen. Ich liebe Stanley. Oh, Stanley liebt das Essen, andere Leute. Bring mir Pommes. Okay. Müssen wir jetzt auch Pommes kochen oder wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob wir schon mal Pommes gekocht haben. Gucken wir mal. Das müsste ja einfach nur Fett und eine Kartoffel sein. Gut. Und dann würde ich gern diesen Dude einladen, Buck, weil ich ihn so gerne habe. Das klingt toll. Ich hätte gern einen Auflauf. Was ist denn ein Auflauf? Ich bin skeptisch. Aber ja gut, gucken wir mal. Und jemand anderen sollen wir auch noch einladen. Gustav bleibt ja dann nur noch über eigentlich. Oder? Achso, Buck und die... Nee, Buck mag ich nicht. Laden wir Gustav ein. Gustav, was geht bei dir so ab? So. Dein überenergetischer Freund organisiert ein Abendessen. Gut, dass du dich um die Gerichte kümmerst, meine Liebe. Sehen wir mal. Etwas, das Können erfordert. Vielleicht Thunfisch-Tataki? Das klingt angemessen. Thunfisch-Tataki, okay. Müssen wir erstmal gucken, wie wir das kochen. Jetzt kommt der schwierigere Teil. Ich brauche eine Sous-Chefin. Jemand, der mir dabei hilft, die ganzen Gerichte zuzubereiten. Ein guter Koch hat immer auch ein gutes Team zur Unterstützung. Eins kannst du mir glauben, Stella. Wir sind ein tolles Team. Ich werde aufschreiben, was jeder gerne hätte. Du musst es dann einfach nur zubereiten. Das ist ja der wichtigste Teil, du weißt schon. Ja, ja, wir sind schon dabei eigentlich. Also, gucken wir mal, was die Quest denn genau sagt. Da, Pommesauflauf und Thunfisch-Tataki, okay. Oh, wir haben keinen Thunfisch, das wird das erste Problem sein. Wir haben, glaube ich, keinen Thunfisch, Freunde der Sonne. Sardelle, Flunder, Tintenfisch, Rotlachs, Männer, Goldmakrele. Was sollen wir tun, Tiger? Tun. Hering? Nee, wir haben keinen Thunfisch, Leute. Okay, das wird problematisch. Ich glaube, wir haben gerade Pommes gemacht. Aber dann müssen wir uns erst auf den Weg machen, Thunfisch zu besorgen. Yes, wir haben Pommes. Sehr nice. Ja, wir machen uns erstmal auf den Weg Richtung Thunfischhausen. Hier oben. Perfekt. So, Leute, wir sind da. Gucken wir mal, ob wir einen Thunfisch nochmal getten. Ja, wenn die Mucke kommt, ist das Thunfisch-Time. So, wie schon gesagt, wenn es gelb ist, hält halt einfach gedrückt. Und wenn es rot wird, dann einfach spammen die Taste. Einfach immer wieder spammen. Dann kommt es nicht allzu weit weg. Wenn ihr nämlich aufhört zu drücken komplett, dann schwimmt er zu weit weg. Und dann wird er irgendwann fliehen. Ich feiere diese Mucke so. Yes. Und da ist unser Thunfisch. Sehr nice. Man kann das aber leider immer nur einmal machen. Das ist ein bisschen nervig, muss ich ehrlich gesagt sagen. So, wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben gescheitertes Experiment. Manchmal läuft es eben nicht so wie geplant. What? Okay, sehr, sehr seltsam. Gut. Oh, Glimps. Und Lieferschmaus. Okay. Hey, wir haben jetzt aber nichts gekriegt. Geschätzte Lieferschmauskundin, bei Lieferschmaus streben wir stets nach neuen Gipfeln der Lebensmittelzubereitung. Da haben wir dein Abonnement für unseren Lieferservice verlängert. Du wirst jede Woche vorgefertigte Mahlzeiten erhalten. Für die Freude am Essen ist kein Ende in Sicht. Wir wünschen dir alles Gute und hoffen, dass dir unsere neue Marketingstrategie gefällt. Ellen Shipley, Geschäftsführerin von Lieferschmaus. Okay, gucken wir mal. Kriegen wir jetzt fertiges Essen? Das könnte ja interessant werden. So, was haben wir hier jetzt gekocht? Oh, Corn Dogs. Oh, ich möchte mal Corn Dogs probieren. Ich habe noch nie in meinem Leben Corn Dogs gegessen. Ich bin gespannt, ob das geil ist oder nicht. Aber gut, machen wir einfach mal weiter mit dem random Kochen von irgendwelchen random Sachen. Achso, wir wollten eigentlich was anderes kochen. Dauert das lange? Ja, wir warten das kurz ab. Und dann kochen wir unseren Thunfisch.
Gut, unser Essen ist mal wieder fertig. Okay, das hatten wir auch schon. Gucken wir mal kurz, wir brauchen dieses komische Essen, was er sucht. Okay, nicht hier. Da! Thunfisch Tataki. Okay, Thunfisch und herzhaftes Gemüse. Was zur Hölle ist denn herzhaftes Gemüse? Also fangen wir an mit einem Thunfisch. Thunfisch und herzhaftes Gemüse. Wurzelgemüse. Herzhaftes Gemüse, ah, okay, gut. Und dann warten wir. So, da ist auch unser Thunfisch Tataki fertig. Nur falls ihr euch fragt, Auflauf haben wir einfach noch genug. Und deshalb, ich kann es mal suchen, das Rezept kurz. Aber davon haben wir einfach noch genug. Davon habe ich halt einfach schon zu viel gekocht, wenn ich ehrlich bin. Wo ist der Auflauf? Auflauf, Auflauf, Auflauf. Das muss ich natürlich finden, ne? Ja, Auflauf. Getreide und Fleisch ergibt Auflauf. Genau, Pommes ist eh klar und das Chicken-Ding, das Thunfisch-Teriyaki haben wir auch gerade gemacht. Dann werden wir kurz schlafen, damit der nächste Tag anbricht und dann sehen wir uns einfach bei der Party. Okay. Mit Äpfeln funktioniert das nicht so gut. Eigentlich wollte ich hier Oliven reinpacken, ob das auch funktioniert, aber das funktioniert leider nicht. Können wir ein Ei hier reinpacken? Da kommt auch noch Much raus. Na toll. Warum haben wir denn jetzt so viele sinnlose Optionen? Oh, Maismehl. Okay, ja, Maismehl brauchen wir eh. Okay. Das passt, okay. Na gut. Ich glaube, wir müssen für Stanley so Bullshit machen, kann das sein? Ne, hier können wir keinen Bullshit machen. Okay. Aber ein bisschen Maismehl könnten wir wieder. Maismehl. Reismehl. Könnten wir gebrauchen, haben wir nämlich keins mehr. So, ich weiß nicht, warum die Party noch nicht im Gange ist, Freunde der Sonne. Ach so, wir müssen das Arthur geben. Das muss mir ja auch jemand erzählen. Ach Leute. Nein. Geben, oh Gott. Aus unserem reichhaltigen Schatz an Lebensmitteln, das jetzt rauszusuchen, könnte schwieriger werden als gedacht. So, was suchen wir? Ich hab's schon wieder vergessen. Thunfisch, Taki Taki Taki, was auch immer. So, Pommes. Pommes, Pommes. Wo habt ihr euch versteckt? Da, Pommes. Und was noch? Nicht weggehen, Arthur. Nein. Gott, ich weiß es nicht mehr. Kacke. Ah, Auflauf. Ja, das stimmt. Auflauf, Auflauf, Auflauf. Perfekt. So. Sehr nice. Gute Arbeit. Jetzt brauchen wir nur noch einen geeigneten Ort. Ich finde nicht, dass das Deck einem Menü für 5 Gänge gerecht werden kann. Wie wäre es mit der großen Stadt Hummingbird? Die Insel mit dem Schrein und den schönen Tischen. Nicht zu edel, aber trotzdem ein guter Ort für eine unvergessliche Nacht.
Ich werde uns ein schönes Plätzchen vorbereiten. Machen wir uns auf den Weg. Oh, okay. Na gut, dann setzen wir Segel nach Hummingbird. Also ich glaube wahrscheinlich setzen wir Segel, ja, zu einem Short Travel. Aber gut. Und ich glaube, an dieser Stelle werden wir eine kurze Pause machen und sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao.